Der Game Boy dominierte lange Zeit den Handheld-Markt. Der Nachfolger zu diesem legendären System ließ relativ lange auf sich warten und war dann eher ein Update statt ein ganz neues System. Aber natürlich gab es auch für dieses System viele fantastische Spiele. Wie ihr aber wisst, habe ich eine gewisse Faszination, was schlechte Spiele angeht. Also habe ich mir mal die User-Bewertung von GameFAQ angeschaut und hier sind die 10 schlechtesten Game Boy Color Spiele aller Zeiten. Ich habe dabei jedoch nur Spiele genommen, die auch im Westen erschienen sind. Aber lange genug der Vorrede, viel Spaß! Fangen wir mit der Liste an und den Start macht Little Monster. Es ist mal ausnahmsweise keine Minispielsammlung oder gar ein Plattformer. Es ist ein Pokémon-Klon, der aber nicht mal ansatzweise an die Qualität des Vorbildes herankommt. Irgendwie schafft es das Spiel leider nicht, ein vernünftiges Spielkonzept zu bieten. Unser erstes populäres Franchise. Das ist hier zwar nicht das Original aus den 80ern, aber trotzdem ist die Zeichentrickvorlage ziemlich gut. Leider ist hier ein echt mieser Plattformer draus gemacht worden. Vor allem die eigentliche Paradedisziplin, der Protonenstrahl, steuert sich hier sehr seltsam. Ihr müsst den Strahl immer zuerst starten und dann kreisförmig ausrichten. Wer hat sich das denn überlegt? Auf dem ersten Blick sieht das Spiel ja gar nicht so verkehrt aus. Mighty Magic ist eine dieser klassischen Rollenspielserien und es sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wie ein Top-Down-Rollenspiel und sieht etwa wie Zelda aus. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Leider ist die Technik aber echt nicht die beste und der Schwierigkeitsgrad ist einfach nur unfair schwer und erstickt somit jeden aufkeimenden Spielspaß. Kennt ihr noch diese Happy Hippos aus den Überraschungseiern? Ich leider auch noch. Naja, anscheinend war der Süßigkeitenhersteller so stolz auf seine Kreation, dass auch ein Game Boy Color Spiel erscheinen musste. Es überrascht nicht wirklich, dass dieser Plattformer mit Minispieleinlagen einfach nur uninspiriert programmiert wurde. Aber das dürfte jetzt echt keinen überraschen. Yay, Asterix und Obelix gehen eigentlich immer, oder? Nein, ich meine, schaut es euch an. Schaut es euch mal an. Muss ich dazu noch etwas sagen? Gerade die klassischen Gameboy Asterix Spiele sind ja echt gut geraten. Aber wie kann man nur darauf mit so etwas aufbauen? Wieso? Der Film Gremlins war zu dem Zeitpunkt, als dieses Spiel erschien, schon etwas in die Jahre gekommen. Aber hey, so ein süßer Gizmo geht doch eigentlich immer, oder? Im Prinzip ja. Leider hakt es bei diesem Plattformer an so einigen Stellen. Vor allem die Steuerung ist einfach viel zu schwammig. Ihr seht es ja selbst an den Spielszenen. Es steuert sich so, wie es aussieht. Yeah.
Irgendwie haben wir in dieser Liste ziemlich viele Lizenzversoftungen. Woran das wohl liegt? Da dürfen natürlich auch die üblichen Spiele zu Animationsfilmen nicht fehlen. Hier wird Micro Machines mit dem Insektenfilm Ants verbunden. Aber leider wurde das ziemlich schlecht gemacht. Die Kamera, die ist eine Katastrophe, die Steuerung etwas schwammig und das Streckendesign ist auch nicht gerade prall. Ha, greift hier bitte zu anderen Rennspielen. Ein Lizenzspiel zum Film mit Adam Sandler. Es ist dieses Mal keine Minispielsammlung, sondern ein Plattformer. Leider leidet das Spiel an so manchen seltsamen Designentscheidungen. So ist das schnellere Rennen ein temporäres Upgrade. Immerhin ist aber die technische Aufmachung durchaus gelungen. Okay, es ist wenig überraschend, dass es ein Barbie-Spiel in diese Liste geschafft hat, oder? Naja, hier haben wir halt die übliche Minispielsammlung, uninspiriert und wirklich öde zu spielen. Vielleicht gefällt das Spiel ja wenigstens der Zielgruppe, aber das bezweifle ich irgendwie. Also, Trommelwirbel, kommen wir zum schlechtesten Game Boy Color Spiel. Und das hier ist sogar der zweite Auftritt des Franchises in dieser Liste. Das muss man erstmal hinbekommen. Hier erwartet euch genau das, was im Namen schon steht. Eine Art Sport-Minispielsammlung zu dem Disney-Film. Was das mit der Vorlage zu tun haben soll, naja, es ist einer dieser typischen Button-Masher-Sportspiele. Zu NES-Zeiten war das ja noch cool, aber 2001...